like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Hallo meine Lieben, willkommen zurück zum Part 2 des Picknicks und ja, weiter geht's. Am Ende des Tages treffe ich mich mit den anderen vor dem Gymnasium. Boah, wow, so viele Leute. Und Alexi im Hintergrund. Sind alle da? Ich glaube schon. Es sind ja schon ein paar Leute da. Um Himmels Willen! Wer hat denn Carla eingeladen? Melody? Die wollten doch nicht hier bleiben, oder? Es wäre besser, in einen Café zu gehen. Gute Idee. Wir könnten uns gemütlich hinsetzen und über alles reden. Okay, gehen wir. Wir kamen relativ entspannt im Picknick an. Im Café. Im Café an, oh mein Gott. Wir mussten Tische verschieben, um alle zusammensitzen zu können. Ich muss sagen, dass es echt nett war, sich außerhalb der Schule zu treffen. Jeder scheint gut gelaunt zu sein. Heute hat sich etwas zu trinken oder zu knabbern bestellt und dann ging die Diskussion schon los. Also, gleich am Anfang schlage ich vor, dass wir uns erstmal auf ein Datum einigen, das allen passt. Wir könnten das vielleicht dieses Wochenende machen. Wir könnten das vielleicht diese Woche machen. Morgen kann ich nicht, da habe ich klassisches Ballett. Also dann übermorgen? Also mir passt's. Mir auch. Alle waren mit dem Datum einverstanden und dann haben wir besprochen, was jeder mitbringen sollte. Wir müssen aber nichts kochen, oder? Jeder bringt einfach nur ein paar leichte Knabbersachen mit, wie Chips, Bonbons, Limonade. Das nennst du leicht? Vielleicht könnte ich ja einen Kuchen oder ein paar Cookies backen, wenn ihr Lust darauf habt. Das ist eine super Idee. Kannst du backen, Viola? Ein bisschen. Wir müssen auch daran denken, Besteckbecher und eine Picknickdecke mitzubringen. Solche Sachen eben. Ich denke, wir werden es nicht schaffen, alle gemeinsam einkaufen zu gehen. Deswegen sollten einige von uns sich um das Geld, um die anderen sich um die Einkäufe kümmern. Dann gehe ich schon noch. Dann geh doch los. Du scheinst es ja sehr motiviert zu sein. Danke für deine Hilfe, Carla. Mach dir keine Sorgen, Nami. Wir lassen dich doch nicht ganz alleine gehen. Wir müssen eine genaue Einkaufsliste erstellen und unser Budget berechnen. Danach weiß man mehr. Sie holte einen Stift und ein Blatt Papier aus ihrer Tasche raus. Sag mal, du bist ja super organisiert. Als Chefredakteurin wäre ich ja blöd, wenn ich nicht immer was zum Schreiben dabei hätte. Becky hat die Sachen notiert, die wir diktiert haben. Am Ende sollten nur 10 Dollar pro Person ausgegeben werden. Da sich sonst keiner freiwillig gemeldet hat, hatte ich keine andere Wahl, als Carlas Vorschlag anzunehmen. Ich werde sehr gerne morgen einkaufen gehen, wenn jeder daran denkt, seinen Anteil mitzubringen. Kein Problem für mich. Ich werde daran denken, versprochen. Carla hat mich mit so einem komischen Lächeln angeschaut. Wenn sie nur ihre Meinung ändern könnte und morgen nicht kommen würde, das wäre schön. Ja, das wäre schön. Aber man sollte sich dann nicht so drauf verlassen. Es ist immer noch besser, als Amber zu ertragen. Naja, denke ich zumindest. Okay, ich glaube, es ist alles erklärt. Wir denken alle daran, Nami, sie 10 Dollar mitzubringen. Und dann ist die Sache geklärt. Ich bin immer diejenige, die ganze Verantwortung übertragen bekommt. Ich hoffe, dass Alexi mit mir mitkommt, so wie er es mir versprochen hat. Wir haben noch ein bisschen diskutiert, danach ist die da heimgegangen. Es wird Zeit, dass ich auch nach Hause komme. Also es scheint so, als würde mit unserem Picknick alles gut klappen. Aber ich muss gestehen, dass ich vor allem schon daran denke, was danach kommt.
werde mit Kenton ganz alleine Zeit verbringen können. Okay, es wird nicht das erste Mal sein, aber es ist irgendwie anders. Aber bevor ich mich nochmal total verrückt mache, werde ich erstmal abwarten, bis wir über die ganze Sache nochmal gesprochen haben. Und sicher gehen, dass er mir nicht in letzter Minute absagt. Man weiß ja nie. Ich war etwas nervös, als ich am nächsten Tag zur Schule ging. Auf alle Fälle wäre es mir lieber, wenn er anfangen würde, mit mir darüber zu sprechen. Ich will noch nicht mehr darauf bestehen, als ich das bis jetzt schon getan habe. Na du? Ah, hallo Armin. Es gibt da eine Sache, die mich stört. Ach ja, und was denn? Erinnerst du dich an den Artikel, den wir für Peggy gemacht haben? Es ist schwer nicht mehr daran, sich zu erinnern. Ich finde es komisch, dass Peggy nichts darüber gesagt hat. Meinst du vielleicht den Meiermarkt? Ja, vielleicht haben wir uns ja vertan und es ging überhaupt nicht um einen Jahrmarkt. Aber Tatsache ist, dass eine Wende auf dem Gymnasium stattfinden soll. Ich habe nicht geträumt. Ich habe wirklich gehört, wie die Direktorin das zu Mr. Farrays gesagt hat. Ich glaube dir. Mach dir keine Sorgen. Und wie kommt es, dass Peggy das nicht mal in der Schülerzeitung erwähnte? Wir müssen mit unserem Artikel mächtig auf den Zahn gefühlt haben. Oder warum sagt sie dazu nichts? Na, vielleicht fühlt sie noch weitere Nachforschungen durch und hat, die wir noch nichts besonders herausgefunden? Vielleicht. Ich hätte richtig Lust, sie fragen zu gehen. Komm mit, so wirst du es auch sofort erfahren. Okay, wenn du willst. Mit Armin unterwegs gehen wir durch die Flure und finden dann Peggy nicht. Peggy, wo bist du? Ach, come on. Peggy. Peggy. Peggy! Es ist doch zum Kotzen, Junge. Das kann doch nicht wahr sein. Peggy ist niemals da, wenn man sie braucht. Sie ist bestimmt gerade dabei, irgendwelche Erkundigungen einzuholen. Vielleicht müssen wir aufhören, sie zu suchen. Sie wollte uns ja sowieso nichts verraten. Vielleicht ist sie gekränkt, weil wir die Info vorher gefunden haben. Wir werden sie bestimmt bald finden. Oh, du kannst manchmal schon deprimierend sein, wenn du es möchtest. Sie kann nicht so weit sein, also gib nicht auf. Ah, Peggy! Endlich! Wenn ihr mich fragen wollt, ob ihr für die Schülerzeitung arbeiten könnt, verschwendet ihr nur eure Zeit. Euer Artikel war nicht halb. Euer Artikel war nichts Halbes und nichts Ganzes. Vielleicht immer so direkt. Das trifft sich ja gut, dass du darüber sprichst. Wir wollen dir einige Fragen stellen. Ich habe keine Zeit. Vielleicht sieht man das nicht, aber ich stecke gerade mitten in der Arbeit. Was? Was machst du? Armin, stell dich doch nicht dümmer, als du bist. Während der Recherche werde ich bestimmt keine Informationen herausgeben. Naja, jedenfalls wollten wir über was anderes mit dir reden. Das heißt, wir würden gerne wissen, warum du nicht selber einen Artikel über dieses berühmte Event, welches bald in der Schule stattfinden soll, geschrieben hast. Du weißt schon, der, über den wir in unseren Slung-Artikel geschrieben haben. Wir hatten vielleicht nicht so viele Beweise, aber sag bitte nicht, dass du nicht mehr darüber erfahren wolltest. Ihr wart damit zu spät dran. Ich wusste darüber schon Bescheid, über dieses Event. Was? Du blöffst. Du hättest doch schon längst darüber geschrieben, wenn es so wäre. Ich erinnere dich daran,
dass ich vor kurzem einige Schwierigkeiten hatte. Es passiert, als ich aufhören wollte zu schreiben. Außerdem fühlte ich mich so wie ihr. Ich hatte nicht genug Beweise für einen anständigen Artikel. Also, ist es das, worüber du im Moment recherchierst? Vielleicht ja, vielleicht nein. Das geht euch gar nichts an. Es wird nichts daran ändern, ob du uns bestätigst oder nicht. Du recherchierst über das Event, über das wir nichts wissen. Genau, und weil es auch nichts Großartiges ändern wird, lasst mich einfach nur in Ruhe. Ach komm, erzähl schon. So unter Kollegen. Du hast aber Humor. Tut mir leid, aber es reicht nicht aus, um mich zum Reden zu bringen. Na gut, es ist ja nicht so, dass ich mich mit euch langweile, aber ich habe schon Sachen zu tun. Noch Sachen zu tun. Also bis später. Peggy ist mit einem kleinen Lächeln gegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Aus der kriegt man wirklich nichts raus. Wenigstens wissen wir jetzt, was mit unseren Artikeln nicht auf einer kompletten falschen Spur waren. Ich weiß gerade nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Och, Army Baby. Nimm das aber nicht so zu Herzen. Peggy wollte noch nicht zugeben, dass wir gar keine so schlechte Journalisten sind. Ja, das wird's sein. Ah, da bist du, Nami. Ach, hallo Viola, was gibt's denn? Ich habe dir das Geld fürs Picknick mitgebracht. Ah, danke schön. Ich habe total vergessen, dass ich von jedem Geld fürs Picknick hätte einsammeln sollen. Was macht ihr denn? Ich glaube, dass Peggy... Peggy... Schande! Was Scheiße! Ich glaube, dass Alexi dir schon davon erzählt hat. Wir organisieren ein Picknick und ich bin für die Einkäufe zuständig. Naja, ich erinnere mich. Schade, dass ich nicht da sein konnte. Ich halte, du weißt nicht mal, was da genau stattfinden wird. Nein, aber ich werde sowieso irgendwas vorhaben. Ich weiß nur noch nicht was. Es ist ja nicht nur so, dass du dich nicht gerne draußen aufhältst. Es hat sich ja mittlerweile sogar zu seiner richtigen Phobie entwickelt. Vielleicht. Du müsstest mit uns mitkommen. Wer weiß, vielleicht wirst du deine Dinge nachher noch ein bisschen anders sehen. Du bist ja süß, aber meine Videospiele sind mir einfach wichtiger als alle andere. Alles andere. Gut, dann muss ich jetzt wirklich den anderen finden und das Geld für meinen Einkäufer einsammeln, bevor ich es noch vergesse. Jupp. Mir ist gerade ein Fingernagel abgebrochen. Ich geh einfach weg. Rechne nicht mit mir. Du hast mich schon einmal eingelegt. Das reicht fürs Erste. Meine Arme, das muss ja schrecklich sein. Fühl dich bloß nicht gezwungen, mit mir dein ganzes Leben zu erzählen. Fühl dich bloß nicht gezwungen, mit mir zu... bei mir zu... Fühl dich bloß nicht gezwungen, mit mir hier zu bleiben. Ich brauche frische Luft. Alter. Ich habe das Gefühl, dir immer öfters zu begegnen und das ist mir echt unangenehm. Es ist mir auch immer wieder eine Freude. Ich möchte einfach nur schnell das Geld für die Einkäufe einsammeln. Ich vertraue dir nicht. Ich kaufe meine Sachen lieber selbst ein. Teamgeist scheint wohl nicht zu seinen Dingen zu sein. Jeder ist sich selbst der Nächste. Hallo Alexi, hast du an das Geld für das Picknick gedacht? Ja, hier bitteschön. Danke. Es tut mir leid, aber leider kann ich doch nicht die Einkäufe mit dir machen. Oh Mist. Ich hätte dir echt gern geholfen, aber stell dir vor, ich habe mir eine Stunde Nachsitzen bei Miss Delaney eingebockt. Ach ja, was ist denn passiert? Ich hatte das Pech, ihr gleich dreimal im Flur zu begegnen und sie sagte, sie würde mir eine Beschäftigung suchen. Die übertreibt doch voll. Aber irgendwie hast du wohl Ärger gesucht. Ich glaube, es ist eher sie, die eine Beschäftigung braucht. Das stimmt, aber Schüler zu quälen könnte vielleicht auch ein sehr gutes Hobby von ihr sein. Der Sturm ist noch nicht vorbei. Du siehst so fröhlich aus heute. Ach ja? Ich glaube, das liegt am Picknick. Wir haben für morgen ein Picknick geplant. Das wird ganz nett. Das glaube ich. Komm mit uns. Ich
glaube, das ist nicht so eins, wenn nicht so sehr dein Ding ist. Hat Alexi dich nicht eingeladen? Er hat mir gestern davon erzählt. Ich war sehr überrascht, dass du mich nicht persönlich eingeladen hast. Aber du musstest dich wahrscheinlich um viel wichtigere Dinge kümmern. Nicht. Alexi hat mir gesagt, dass er die Jungs einladen würde, also. Es ist nicht so wichtig. Ich kann morgen nicht. Okay. Okay. Oh nein. Ich habe so langsam die Nase voll, euch immer im Flur herumschleichen zu sehen. Und ihr seid nicht die Ersten. Was heißt das? Folgt mir! Das war's? Jetzt werde ich auch noch wie Alexi zum Nachsitzen verdonnert? Ich habe echt ein Pech. Machst du denn nicht? Was ist denn noch? Sie müssen zur Konferenz kommen. Sie warten nur noch auf sie. Wir warten nur noch auf sie. Scheint so, als wäre ich nicht die Einzige, die in den Gängen vielleicht anschafft zu arbeiten. Gut, dann kannst du ja gehen, Fräulein. Aber lass dich besser nicht nochmal von mir erwischen. Ich sah zu, dass sie nicht wegkam. Oh, Alter, so eine Lehrerin geht doch mal gar nicht. Oh Gott. Ah ja. Hallihallo, Nami. Ich habe daran gedacht, dir das Geld für die Picknick-Einkäufe mitzubringen. Ah, super, das ist eigentlich genau das, was ich dich auch fragen wollte. Hier, bitteschön. Danke. Ich freue mich schon total auf morgen. Es wird bestimmt schön sein, mit euch allen zu sich mit allen zu treffen. Ja, es wird bestimmt aufregend. Peggy, ich habe vergessen, dich zu fragen, ob du das Geld für die Picknick-Einkäufe mitgebracht hast. Ach ja, stimmt. Hier, ich glaube, ich habe es sogar verpasst. Super, vielen Dank. Ich finde, dass seit gestern alle irgendwie aufgeregt sind. Das kann vielleicht am Picknick liegen. Ach ja, Alexi hat mir davon erzählt. Möchtest du nicht mitkommen? Nein, nicht wirklich. Ich wollte ein bisschen Zeit mit Amber verbringen. Eigenartigerweise habe ich das Gefühl, dass wir uns näher gekommen sind, seitdem wir nicht mehr zusammen wohnen. Das ist nicht sehr überraschend. Wenn man zusammenlebt, geht man sich eben auf die Nerven. Man versteht sich dann umso besser, wenn jeder sein eigenes Leben hat. Ich kann mir vorstellen, dass du ihr fehlst. Das ist normal. Du weißt ja nicht mal, wann das Picknick stattfinden wird. Und vielleicht hättest du ja doch Zeit. Sie fängt an zu merken, dass das Leben nicht immer zuckersüß ist, wie sie es immer dachte. Irgendwie hat die Geschichte auch was Gutes, denn sie ist jetzt erwachsener geworden. Bitch, please, what? No. I think. Lissandra ist gerade dabei, etwas in sein Notizbuch zu schreiben. Ich habe das Gefühl, dass er nicht gestört werden möchte. Ich sollte lieber gehen. Lissandra. Sag mal, Iris, hast du an das Geld für die Picknick-Einkäufe gedacht? Ja, hier, bitteschön. Super, vielen Dank. Ich wäre gerne mit dir einkaufen gegangen, aber ich muss noch zur Musikschule nach dem Unterricht und ich habe Angst, dass es länger dauern wird. Das ist nicht so schlimm, mach dir mal keine Sorgen. Ich komme schon zurecht. Es ist sehr nett von dir, dass du dich um alles kümmerst. Es hat sich ja auch nicht sonst niemand mehr dafür gemeldet. Ich hoffe, dass Iris nach den Jungs dann auch einer der Ersten ist, die umgestylt wird. Weil ja Iris ja auch schon von Anfang an dabei war. Hallo Kim, wir machen morgen das Picknick nach dem Unterricht. Kommst du auch? Ja, alles klar. Soll ich was mitbringen? Ja, ich sammle das Geld für die Einkäufe ein. Das macht $10 für jeden. Okay, ja, dann gebe ich dir alles, was ich dabei habe. Es tut mir leid, aber mehr habe ich nicht. Das wird schon gehen, danke. Gut, wieso ist das Französisch? Krass, die habe ich noch nicht gesehen. Hoffentlich reicht das noch.
Ach, wo ist er denn? Echt jetzt? Kastja, du Kellerkind, Junge! Ich weiß nicht, ob du auf dem Laufenden bist, aber wir organisieren ein Picknick morgen nach dem Unterricht. Und? Ich weiß nicht, vielleicht könntest du dich uns gesellen. Zu uns gesellen. Sorry, mein Deutsch ist gerade mal ein bisschen höher. Sehr witzig. Kannst du mir aber bitte schon sagen, was ich da machen soll? Ich weiß nicht, du könntest dich wie der andere amüsieren. Nein, danke. Und was machst du stattdessen? Pass auf, wenn du es... Es sieht so aus, als würde Miss Delaney die Schüler bestrafen, die außerhalb des Unterrichts zu viel im Flur rumtrödeln. Du musst wirklich aufhören, so oft mit unseren Schülersprecher abzuhängen. So langsam wirst du ja so unerträglich wie er. Das sag ich dir doch nur, weil ich dir helfen will. Alexi muss nämlich heute schon deswegen nachsitzen. Da bin ich klüger. Willst du damit sagen, Alexi ist dumm? Oh, das ist süß. Hier, Nami. Bitteschön. Das Geld für das Picknick. Danke, es wird schon langsam Zeit, die Einkäufe zu besorgen. Ich kann mit dir mitkommen, wenn du willst. Es ist doch viel schöner zu zweit, oder? Ja, das stimmt. Und der Nexi wollte nicht mit dir mitkommen? Er hatte sich eine Stunde Nachsitzen bei Mr. Lene eingebrockt. Wirklich? Was ist denn passiert? Ihrer Meinung nach hat er sich so lange auf dem Flur aufgehalten. Dann müssen wir jetzt wohl besser aufpassen. Ich glaube auch. Ich habe die Schule mit Rosalia verlassen. Gehen wir zum Geschenkeshop? Ja, dort kaufen sie alles. Wir finden bestimmt alles, was wir da brauchen. Vielleicht treffe ich aber auch jetzt glücklicherweise die Tante, da ich schon so viel AP verschwendet habe. Was ich aber nicht denke. Ist doch nur zu schön gewesen. Du solltest nicht ohne Kopfdeckung in der Sonne gehen. Das wird schon gehen, Tantchen. Mach dir keine Sorgen. Ich bestehe aber darauf. Nimm den Hut, so kriegst du auch keinen Sonnenstich. Danke. Ich lass dich mal. Ich wollte noch etwas Shopping machen. Bis später, meine Liebe. Bis später, Tantchen. Oh, ich bin der Tante doch begegnet. Ich ging mit Rosalia durch die verschiedenen Abteilungen des Geschenkeshops. Wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Was zu knabbern, etwas Süßes und Salziges, Süßgetränke, Plastikbecher und Besteck. Für eine Picknickdecke. Und eine Picknick. Alles zusammen kostet $80. Ich musste nochmal 50 dazulegen, aber wenigstens hatten wir das Notwendigste besorgt. Okay, das war ja nicht so schwer. Naja, ich hätte darauf verzichten können. Sprich für dich selber. Ich musste mehr Geld dazulegen als alle anderen. Das war schon sogar etwas ganz lustig. So können wir morgen nach der Schule noch etwas abhängen. Es wird morgen noch besser. Das stimmt. Ich lass dich mal hier. Ich muss noch bei Lay im Laden vorbeischauen. Kein Problem, wir sehen uns dann morgen. Ja, schönen Abend. Gut. Gut, eigentlich ist ja alles fertig für morgen. Ich kann es kaum erwarten. Gut, dann machen wir hier einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.